Auch Alola Knogger wurde in dieser Season stärker und ich verwende ein legendäres, eingefleischtes Team, welches es schon lange gibt und ich glaube, auch in der Season, wenn überhaupt, wurde es nur ein kleines bisschen stärker. Ich spiele leider mit Spukball bei Alola Knogger, denn Schattenknochen benötigt weniger Energie, wäre eigentlich die bessere Attacke, aber eine Top-Term-Attacke und die würde ich mir dann bei einem anderen vielleicht beibringen. Hallöchen, so. Eigentlich ABB, aber ich glaube, hier bleibe ich mal lieber drin. Eine Schwäche von dem Team würde mir einfallen. Also so wirklich komplett Impergator. Und die sind ja mittlerweile ohne Ende am Start. Direkt gedrückt. Vielleicht versuche ich bei Alola Knogger irgendwann abzufangen. Denn da wäre sowohl Knuddler als auch Eisstrahl nicht sehr effektiv, je nachdem, was hier dann kommt. War das gerade Fast Move Denial? Das kann ja gar nicht sein. Na genau, also. Und Juwelenkraft bei Zubiris verursacht mehr Schaden. Da kommt direkt ein Schild. Eine Juwelenkraft, direkt mehr Schaden. Ich glaube, der hat wirklich keine Sofortattacke dadurch bekommen. Wieso auch immer. Das war sehr seltsam. Aber hier haben wir mal abgefangen. Na, Knuddler, wunderbar. Feuerwirbel verursacht mehr Schaden. So, Feuer gegen Feuer. Da wäre Schattenknochen natürlich besser. Ich hatte auch na, so ein anderes... Nein! Und da hätte ich schon Schattenknochen gehabt. Ich hatte auch ein anderes Pokémon hinten drin eigentlich geplant. Aber dann ist mir eingefallen, dann verliere ich ja direkt gegen Elektro. Das juckt diesen Azumarill-Spieler offenbar gar nicht. Vielleicht sollte ich auch so denken. Okay, dafür pfeffert der Spukball ein bisschen mehr und könnte hier schon besiegen. Während Schattenknochen ein kleines bisschen weniger Schaden verursacht. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Ich glaube, hier schilde ich nicht. Ich weiß, ich hatte echt viel Energie. Ich hätte auf Knochenkeule sogar drücken können. Das weiß ich nicht, was ich da gerade gemacht habe. Aber machen wir mal so. Okay. Fiaro hat er sich noch aufgehoben. Hier wäre er nun gefangen. In irgendeinem Matchup. Wenn ich eine harte Antwort hätte, hätte Fahrradkette. Habe ich aber nicht. Na so, deshalb bleibe ich mal drin. Und mal schauen, wer den Gleichstand gewinnt. Okay, da war noch keiner. Stimmt, ich habe abgefangen und dann war er auf null Energie. Dann wird vielleicht Zubiris am Ende einfach aufräumen. Machen wir das so. Das wäre dann schon mit einmal Schilden bestimmt Dunkelklauen-Reichweite. So viele Ladeattacken waren er noch nicht am Start. Also rausgehen kann er vermutlich noch nicht. Aber ich hau hier sofort ab. Na und farme dann runter, nachdem ich einmal geschildert habe. Ich könnte Energie ausgeben, dass wir das vermeiden, aber... Nein, ich will mir diese deftige Energie behalten. Achtung, bitte erinnert mich, da ist noch ein Fiaro hinten drin, welches abfangen kann. Okay, nein, nun kann es nicht mehr abfangen. Also der dachte sich so, Pflanze juckt mich nicht, Elektro juckt mich nicht. Mich juckt gar nichts hier. So, Sumpex benötigt nun immer 5. Habe ich mir mal angesehen. Nicht mehr 5-4, 5-4 und so weiter. Und Erdbeben viel mehr. Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich hoffe... Oh, ich weiß die Energie gerade nicht. Ich weiß sie wirklich nicht. Okay, das war knapp. Das war sehr knapp. Und hier seht ihr, ohne Lebensschussänderung hätte die Attacke schon einen Lebensschuss davor gehabt. Hätte hier gewonnen. Und wie hat ihm der erhöhte Lebensschussschaden weitergeholfen? Gar nicht. Aber ich denke, ich wiederhole mich. Ich finde die... Also ja, da kann man nicht argumentieren. Ja, Lebensschuss. Doch, es verursacht dann einen Schaden mehr. Das wurde nicht schwächer. Das wurde viel schwächer. Und jedes Mal, wenn ich dann einen Lebensschuss-Pokémon spiele, würde ich mir denken, oh, in der Vergangenheit hätte ich hier aber gewonnen. Und oh, das war mal... Und oh, hier hätte ich... Genau. So. Also... Kann man natürlich noch mit Rückkehr spielen, dieses Zubiris. Aber Juwelenkraft hat einen ordentlichen Boost erhalten in der Season. Genauso wie Feuerwirbel, einen Schaden mehr. Na und Glurak hätte ich auch gerne gespielt. Aber da habe ich Flügelschlag drauf, Top-Sofort-Term-Attacke. Die wurde schwächer, also eigentlich unnötig, aber ich will sie nicht wegmachen. Das ist so ein bisschen die Sache. Okay. Ich weiß eigentlich nicht, wie man dieses Team so richtig spielt. Soll man da... bei einer neutralen Führung immer rausgehen?
Und eigentlich könnte ich auch auf Hydropumpe aufbauen. Geht man da bei neutralen Führungen raus? Sind wir überhaupt so heftig ABB? Das war, ich meine, wir haben zwei Geister hinten drin. Aber der eine Geist ist nicht mal, da sind die Attacken vom anderen Geist gar nicht so effektiv, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ein bisschen ABB, aber keine Ahnung, so ganz heftig nicht unbedingt. Offenbar spielt er nicht mit Body Slam. Ich meine, das wäre sowieso hier nicht so effektiv, aber sonst hätte er vielleicht davor noch schnell gedrückt. Da kommt ein Schild. Dann werde ich auch mal schilden. Ich hoffe, ich schilde keinen Body Slam bei einem Geist. Das wäre fatal. Nochmal Erdkräfte. Sehr schön. Und dann wird runtergefarmt. Gut. Was wird er sich hinten drin befinden? Ein Sandama. Alles Klärchen. Oh, ich habe nicht nachgesehen, aber nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Juwelenkraft neutral mehr Schaden verursacht. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Okay, worauf baut er auf? Soll ich da rausgehen? Ich glaube, wenn er schildert, kann er runterfarmen, wenn ich drin bleibe. Ich lasse mich nicht runterfarmen, ich gehe hier rein. Okay. So ein Ding ist das also. Ein Zoelord. Eieiei. Ich sollte mir angewöhnen, dass ich früher drücke, auch mit schlechtem Timing. Aber dann können die Gegner einfach runterfarmen. Und wieso hast du Matschbombe? Eigentlich hat man nicht Matschbombe. Aber du anscheinend schon. Na gut. Aber sieht nicht so schlecht aus, vor allem mit Matschbombe. Obwohl, ich muss mich ja auf dem Erdbeben eventuell vorbereiten. Boah, könnte das schon ein Erdbeben sein? Oder Steinkante. Stimmt, Steinkante ist ja auch effektiv. Eieiei, das habe ich... Hoffentlich nur eine Attacke. Das wäre sonst sehr gemein. Na komm schon. Komm schon, eine Matschbombe hier gegen den Geist. Das wäre sehr gemein. Das wäre wirklich sehr gemein. Und wenn danach die Steinkante reinkommt. Das wäre nicht ungeschmeidig. Das wäre nicht wirklich sehr ungeschmeidig. Aber wenn ich Glück habe, besiegt das schon. Und dann wird es knapp mit Sandama. Nein, dann gehe ich sofort drüber, denn ich fange dann die Attacke ab. Die fange ich nun ab. Nein, oh doch. Okay. Feuerwirbel gegen beide Typen effektiv und mehr Schaden. Ich hoffe, er erreicht nicht noch einen Schlagbohrer. Jo, wir haben Schlagbohrer abgefangen. Das habe ich ganz schlecht gespielt. Ich hätte... Wie viel Energie hatte der denn? Komm, das überleben wir von dem Nicht-Krypto. Und wir sind auch Nicht-Krypto. Ja, locker. Locker flockig. Wieso schill ich auch eine Matschbombe? Aber beispielsweise, also angenommen, ich drücke bei Azumarill schon davor. Schenke sowieso einen Giftstachel her. Darum geht es mir. Aber worum es mir auch geht... Eisstrahl besiegt nicht. Und dann hätte er runterfarmen können. Wer weiß, ob er das getan hätte, doch er hätte es geschafft. Und das ist fatal, weil dann hat man noch einen Zoelord mit 100 Energie vor sich. Deshalb, entweder er gibt früh aus, oder man timet, sodass man keine Sofortattacken herschenkt und vielleicht noch was erreicht. Versteht ihr, was ich meine? Keine Ahnung, was ich meine. Okay... Dagegen hätten wir hinten noch Juwelenkraft. Ich darf nur nicht mit Alola Knogger dagegen kämpfen. Das wäre natürlich brutal fatal. Na, kann ich mal sagen. Gegen dieses Grifeldis. Und ich muss wegen Abfangen aufpassen. Na so. Was haben wir da? Ein Landturn. Da kommen wir mit Zubiris rein. Vielleicht hätte ich Knuddler machen sollen. Dass ich den Switch garantiert aufrechterhalte. Bampidam, Surfer verursacht ja nun auch schon mehr Schaden. Benötigt dafür aber mehr Energie. Ich glaube, ich genehmige mir ein Schild. Einfach weil Surfer sogar mehr Schaden verursacht. Und da bekommt man dann mehr für sein Schild. Na klar, er benötigt mehr Energie, aber... Und ich weiß gar nicht, wie viel. Uff. Na, dann werden wir nun den Schaden herausfinden. Dann werden wir... Ja... Das war schon Schaden. Das war auf jeden Fall Schaden. Wenn er nun schildert, hat er den Switch und dann habe ich verloren. Bitte schilde nicht, bitte schilde nicht, bitte schilde nicht, bitte schilde nicht, bitte schilde nicht. Okay. Habe ich Juwelenkraft auch schon? Nein, habe ich nicht. Mit Niantic Internet hatte ich das rausbekommen, aber wir haben kein Niantic Internet, denn wir wohnen in Österreich. Da gibt es sowas nicht. Aber wen juckt schon hier so? Starke Juwelenkraft, effektiv gegen Grifeldis, macht kaum einen Unterschied. Macht wirklich gar keinen Unterschied eigentlich. Okay, einfach Schildrückstand.
weil ich Landhorn nicht bestrafen konnte. Eieieiei, was machen wir denn da nur? Ich weiß es nicht. Okay, dachte ich fange ab oder ich weiß es wirklich nicht. Sueloat hinten drin. Das dachte ich mir auch schon oft. Griffelis, Sueloat geht gut, aber gegen Eis hat man dann Probleme. Ich bin ja nicht wirklich ein Eis-Pokémon und so. Aber gegen ein echtes Eis-Pokémon, und weil der noch so viele Schilder hat, habe ich große Probleme. Nun drücke ich diesmal direkt. Drücken wir direkt, nicht auf irgendein Timing achten. Und dann lassen wir die Matschbombe diesmal durch, oder? Davor habe ich sie geschildert, nun lassen wir sie durch. So fühle ich mein Glück. Die Matschbombe wird durchgelassen. Nein, ich fühle mein Glück nicht. Ich glaube, der hat nicht Matschbombe. Okay, Steinkante, die ich kannte. Dann kann ich hoffentlich... Nein, aber Steinkante überleben wir. Na, Steinkante überleben wir. Sueloat nicht vom Typ Gestein. Erdbeben überleben wir nicht. Das ist Steinkante. Okay, sehr gut. Das hingegen ist nicht gut. Sag nicht, Griffelis hat schon eine Attacke. Ich weiß, Spukball hätte mehr Schaden verursacht, aber ich will mir die Energie aufheben. Sag nicht, Okay. Oh, da kam ein Schild. Alter Schwede, wie kann ich das so vermasseln mit diesem Team gegen den Kollegen? Aber der hat sich mit Landhorn einfach einen Schildvorteil geholt, ohne dass ich... Okay, ohne dass ich irgendwas machen konnte. Ich glaube... Ich muss hier nun runterfarmen. Ich muss und werde hier nun runterfarmen. Dass er geschildert hat, hat mir schon, glaube ich, sehr weitergeholfen. Sogar sehr. Aber ja, vielleicht hätte der Spukball sogar gar nicht mehr überlebt. So, und das sollte hoffentlich schon in Eisstrahlreich weiter sein. Ja, bitte nicht so spielen wie ich, okay. Bisschen besser sollte man spielen. Aber das Team, das kann schon was machen. Und wirklich gegen Landhorn, da freut man sich. Oder da ist einem ein Schild mehr wert. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die Attacke mehr Schaden, dafür mehr Energie. Unterm Strich hat man dann mehr für seinen Schild. Hingegen ein, ich weiß nicht, Meteorologe, das ist immer so eine schwache Attacke, neutral, die verursacht so wenig. Dafür kommen andauernd Meteorologen reingeflattert oder ein Nachthieb. Aber hier denkt man sich, okay, Surfer, kann ich auch mal drücken. Eine Fiaro. Switch brauche ich nicht unbedingt, aber wäre schon nicht, also obwohl, mir fällt gerade auf, ich habe eigentlich nur eine neutrale Attacke gegen dich. So, und hier auch Blubber gönnen. Ich hätte natürlich im Gleichstand drücken können, dann wäre die Gefahr gewesen. Er holt eine schon aus, 5 Turns gratis und so weiter, oder er fängt ab. Das machen wir nicht. So hingegen macht er den und haut ab. Na, sehr piroyal. Hier gebe ich aus welchem Grund auch immer noch Energie aus, weil ich mir denke, ein bisschen Vorarbeit kann nicht schaden. Und dann fällt mir ein, ich habe ja eigentlich ein Feuer-Pokémon hinten drin. Von daher wird aber danach einfach runtergefarmt. Einmal ausgeben, komplett runterfarmen. Geht doch auch in Ordnung. Und dann ein Spukball in Fiaro hinein. Boah, das war wenig Schaden. Und mir fällt gerade auf, wie immer, er hat sowieso nur eine Attacke erreicht. Flora-Statue hätte hier mehr Schaden verursacht. So ist das Leben mit dieser Attacke. Flora-Statue hätte hier mehr verursacht. Möchte man nicht meinen, aber so ist es. Okay, Spukball und rein da. Schade, Schokolade. Wollen wir schilden? Macht er nochmal Sturzflug bei diesen wenigen KP? Nein, ich schilde nicht. Ich habe schon einen Schildvorteil, den heben wir uns auf. Der macht es wirklich nochmal. Brutal. Na so, brutal. Oh, war er noch gefangen? War er noch gefangen hier hinten drin? Anscheinend. Juwelenkraft kommt hier rein, aber in Wahrheit, ich hätte auch auf Schmarotzer drücken können. Eine Sofortattacke, weniger Energie. Moment, ja. Moment mal. Ich habe hier schon so wenige KP, dass er mich vielleicht hier runterfarmen kann. Nein. Eisstrahl, gegen beide Typen effektiv. Gute Nacht, Dragoran. Die wünsche ich dir. Genau. Ja, da hatte ich schon mit Fiaro sehr viel Glück, aber der Kollege hofft einfach. Bolterus werden wir nicht mehr sehen. Die gibt es nicht mehr. Katapult, ein Schaden weniger, niemand spielt mehr Bolterus. Aber wirklich, ich habe noch keinen Bolterus gesehen. Aber Fiaro vorne, Dragoran hinten. Da wird man gegen Bolterus sehr gut ankommen. Auf jeden Fall. Na so. Genau. Wie stark ist denn eigentlich Azumarill? Das ist brutal. Irgendwann wurde Blubber wieder stärker und seither keine Änderung. Na gar keine Änderung von diesem Pokémon.
Okay, das ist interessant. Vorne neutral, hinten gewinne ich mit Alola Knogga und verliere Hammerhart. Also wie Schere, Stein, Papier so ein bisschen. Und hier kämpft nun Stein gegen Stein, würde ich mal behaupten. Soll ich hier eigentlich immer auf Hydropumpe aufbauen? Die würde nochmal viel mehr reindrücken. Aber nein, machen wir einfach Knuddler, weil ich will vielleicht sowieso den Schaden. Und da kommt auch ein Schild. Auch ohne Dingenskirchen. Dann nehme ich mir den Schildvorteil, lass mich einfach besiegen und komm mit Alola Knogga rein. So machen wir das, glaube ich. Eissturm ist ja perfekt. Das ist ja wirklich perfekt. Naja, ich meine, perfekt würde ich nicht unbedingt sagen, aber geht schon in Ordnung. Und dann Eissturm, Sternschauer. Beides nicht sehr effektiv gegen Alola Knogga. Ja, da lasse ich runterfarmen. Wenn ich ausgehe, wäre das problematisch. Und so einen Tisch möchte ich nicht haben, so einen Problematisch. Boah, bitte blind Sternschauer. Nein, bestimmt blind Eissturm. Oder die Feenattacken sind auch nicht. Egal, was es hat, nicht sehr effektiv. Okay, nun bin ich aber abgeschwächt. Das muss man bedenken. Vielleicht gehe ich deshalb raus, bevor ich eine Ladeattacke drücke. Ja, da gehe ich, glaube ich, raus, bevor ich eine Ladeattacke drücke. Okay. Okay, aber er sieht ja, dass ich nicht erlöst bin. Doch ich werde Fiyaro gleich von seinen Leiden erlösen. Komm her, Fiyaro. Wieso schild ich eigentlich die Matschbomben und die Gegner immer die richtigen Attacken? Kann mir das jemand verraten? Nein, ich glaube nicht, dass mir das jemand verraten kann. Da hätte wahrscheinlich sogar auch schon der Schmarotzer mittlerweile gereicht. Ach, du meine Güte. Wieso gehe ich immer auf diese Attacken? Keine Ahnung. So. Aber nun weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ich schilden soll. Oh, okay, perfekt. Jetzt haben wir gewonnen. Hier ein Gleichstand, das ist natürlich genial. Und, soll ich es wieder sagen, Lebensschuss wurde schwächer. Deshalb ist das schwächer hier. Obwohl, vielleicht gegen Alola Knogga könnte... Stimmt, gegen Alola Knogga, sage ich ehrlich, könnte das den Unterschied ausmachen. Dann besiegt eine Ladeattacke. Mit Sofortattackenschaden. Und anderenfalls vielleicht nicht. Boah, Spuckball braucht so viel Energie. Das ist schon wild. Also ich glaube, Schattenknochen wäre hier schon das empfohlene Moveset nach wie vor. Vielleicht kann man mit Spuckball so jemanden überraschen, wenn sich der Gegner denkt, nein, also Schattenknochen überlebe ich noch, da muss ich nicht schilden. Und dann kommt auf einmal der Spuckball hineingeflattert. Na so, das war ein stabiles Set. Auf jeden Fall. Ich muss leider fürs Wochenende wieder ein bisschen vorproduzieren, deshalb weiß ich nicht, mache ich noch ein Set oder weil das so stabil war, belassen wir es dabei. Ich glaube, wir belassen es dabei, sonst schaffe ich. Ich will noch ein paar andere Pokémon auch herzeigen in der Superliga. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen.